Hallo, liebe Geschwister, willkommen zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Ich grüße euch im Namen des Herrn Jehoshua Mashiach. Heute machen wir weiter mit unserem Thema Die Vollendung des Zeitalters. Und wir machen heute also das Teil 2. Wenn der Herr will, also mit Gottes Gnade, wir wissen nicht, also was. Wie es also heute enden wird, es kann sein, dass wir noch das Thema fortsetzen werden. Aber lassen wir uns also überraschen und schauen wir mal, also was der Herr uns also heute, wie er uns also heute führen wird. Amen. Bevor ich weitergehe also in dieses Thema, möchte ich also kurz beten. Jehoshua Mashiach, du bist mein Herr, mein Erlöser. Ich danke dir, Herr, für alles, was du tust. Herr Jehoshua, bitte führe mich und leite mich, Herr, in diese Lehre. Ich möchte, Herr Jehoshua Mashiach, dass du sprichst, dass du mich inspiriert und deine Worte gibst. In deinem Namen habe ich gebetet. Amen. So. Wir nehmen also unser Vers also von letztem Mal, das ist also in Matthäus 24, ab Vers 1. Da sehen wir also, dass die Jünger hatten diesen Tempel von Salomon. Die fanden das also sehr schön und die haben das also bewundert. Aber der Herr sagte, ja, okay, das ist schön, aber sieh zu, diese Tempel also wird zerstört werden. Und der Herr hatte das also eben, der hatte das also vor Leute bestimmt, also gesagt. Und hier sieht man also ab Vers 3 steht, als er aber auf dem Ölberg saß, taten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Also wann wird das Ende? Also sie hatten sofort verstanden, also wann wird das Ende sein oder wann wird dieser Tempel zerstört werden? Aber die Jünger hatten also die Frage also ganz deutlich gestellt, wann wird das sein? Und dann führen sie weiter. Dann führen sie weiter und sagen, sage uns, also wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft? Also ihr seht also hier, dass die Jünger Interesse hatten, die wollten wissen, also wann, was sind die Zeichen, wann wirst du wiederkommen? In Matthäus also 14 haben wir gelesen, wo Jehoshua sagte, ich gehe und ich werde euch Wohnungen vorbereiten, ich baue Wohnungen also für euch und wenn ich fertig bin, komme ich wieder und hole ich euch ab. Also, wann wird das Zeichen, dass du das Zeichen deine Rückkehr, deine Ankunft? Und die sind weitergegangen und sagen sie, und der Vollendung des Zeitalters. Also letztes Mal hatten wir kurz erklärt, also was man also unter diese Zeitalter versteht. Zeitalter hier ist der Begriff auf Griechisch Aion. Und Aion bedeutet also eine bestimmte Periode. Oder das wurde also so oft also in der Bibel als Welt oder Zeitalter übersetzt, aber die Bedeutung ist also eine Periode, also eine bestimmte Zeit, wo ein bestimmtes System oder ein etabliertes System funktioniert. Halleluja. Und die hatten also gezielt die Frage gestellt, wann wird die Vollendung dieses Zeitalters? Lieber Geschwister, wir müssen also verstehen, also was genau diese Zeitalter bedeutet, diese Periode, diese Zeit, in dieser Zeit, wo wir leben.
Nicht vergessen, bevor Adam, also wenn als unser Herr Elohim, also Gott, die ganze Welt erschaffen hatte, ihr wisst also, dass unser Herr in der Ewigkeit lebt. Also er hat kein, bei ihm gibt es also keine begrenzte Zeit. Er ist ewig, er lebt in der Ewigkeit. Dann hatte Adam und Eva erschaffen, die ersten Menschen, die waren also in Garten Eden. Die Bibel sagt also, dass die beiden, die waren in Gottes Gegenwart, die könnten sogar die Schritte des Herrn also hören, und die waren in der Ewigkeit, also in eine Zeit, die wir einfach sagen, in der Ewigkeit. Die könnten bis in der Ewigkeit leben. Die hatten also die Möglichkeit oder die Fähigkeit, also die Tiere, also Adam hatte die Fähigkeit, die Tiere zu benennen und. Aber dann geschah etwas. Es ist etwas passiert. Sie sind also von dieser Zeit, von dieser, wir können also diese Zeit als der Zeit also von Unschuld nennen. In dieser Zeit, wo sie unschuldig, also die hatten keine, die wussten nicht also, was die Sünde ist und. Aber als sie verführt wurden, die wurden also verführt und dann sind sie in der Sünde gefallen. Die wurden also aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Dann, das bedeutet, die haben diese Zeit verlassen, diese Zeit, die sich also bis in der Ewigkeit, also wie sagt man das so, gegangen ist. Also diese Zeit haben sie verlassen und dann sind sie in eine bestimmte Zeit reingekommen, ein bestimmtes Zeitalter reingekommen. Und das ist die Zeit der Sünde, da wo die Sünde herrscht. Weil die Bibel sagt, die kannten jetzt also die Sünde. Die haben die Ewigkeit, diese Paradies, dieser Moment, also dieser Ort, wo sie in Geborgenheit also mit dem Herrn waren. Und alles war so schön und war so super. Und das haben sie verlassen und sind sie in eine neue Zeitalter so reingekommen. Und diese Zeit nennt man die Herrschaft, die Zeit der Herrschaft der Sünde oder der Herrschaft des Todes, weil plötzlich in diese neue Zeitalter könnten sie sterben, weil früher konnten sie nicht. Im Paradies, im Garten Eden, da wo sie also mit dem Herrn waren und. Der Tod hatte dort nicht geherrscht. Und dann sind sie in eine neue Zeitalter reingekommen. Diese Zeitalter nennt man Zeit der Sünde, Zeit des Todes. Da wo die Sünde herrscht, da wo der Tod einfach herrscht. Plötzlich könnten also die Menschen also sterben. Und die Jünger, Joshua, fragten: Herr, wann wird das sein? Was ist das Zeichen der Vollendung des Zeitalters? Wir hatten gesagt, also dieses Zeitalter also bedeutet ein bestimmtes System, ein etabliertes System. Also wir sind in Zeitalter, also im System der Sünde reingefallen, im System des Todes. Das bedeutet, dass unser Herr Joshua Mashiach irgendwann dieses Zeitalter zu Ende bringen wird. Halleluja! Er wird diese Zeitalter also des Todes, also da wo die Sünde herrscht, er wird das also zu Ende irgendwann bringen. Halleluja! Und das ist also eine schöne Nachricht. Aber wir hatten letztes Mal gesehen, dass in dieser Zeit, in 2. Korinther Kapitel 4, steht ganz klar, dass der Herrscher dieses Zeitalter der Teufel ist.
Warum? Weil als Adam gesündigt hatte, hatte seine Macht, also hatte seine Herrschaft an den Teufel weitergegeben. Deswegen hat er das also verloren. Deswegen herrscht der Tod. Deswegen herrscht die Sünde. Die Bibel sagt also, dass der Teufel, dass der Feind, also der Herrscher dieser Welt, dieser Begriff, also Welt ist einfach der Herrscher dieser Zeitalter. Weil diese Zeitalter so ein bestimmtes System, es funktioniert wie, es hat also ein, die Leute haben einen bestimmten Umgang und. Nicht nach Gottes Wille, sondern nach dieser Welt. Lieber Geschwister, deswegen sagt die Bibel, liebt nicht die Welt, liebt nicht die Dinge, die in dieser Welt sind. Diese Zeitalter so herrscht. Er hat diese Zeitalter so sein Gott. Sein Herrscher. Das Reich der Sünde. Das Reich des Todes. Des Todes. Halleluja. Liebe Geschwister. Nimmt das nicht so einfach. Aber in der Bibel sieht man auch, in diese lange Zeitalter so der Sünde oder das Reich des Todes, da wo die Menschen sterben, das bedeutet, dass der Herr es also zu Ende bringen wird. Aber wie? Man sieht in der Bibel, es gibt verschiedene, noch kleine Zeitalter, Periode, wie der Herr sich also irgendwie gezeigt hatte, wie der Herr sich also geoffenbart hatte, wie der Herr bestimmte Sachen gegeben hatte, Bund gemacht, also mit den Menschen gemacht hatten, damit die Menschen von der Sünde, von diesem Reich des Todes, Reich der Sünde befreien könnten. Was hat er gemacht? Er hat also einen Mann wie Abraham geholt. Also mit Abraham hat er so einen Bund geschlossen. Und diese Zeit, also mit Abraham, er hat also so Versprechungen gegeben. Es ist also noch, also in dieser Zeit, also mit Abraham, da war noch ein Bund. Bis zu Mose. Mose kam noch also mit noch ein Bund, also noch ein neues Zeitalter ist also in diese Welt reingekommen. Das Gesetz. Mose, er gab das Gesetz, damit die Menschen, wenn sie das Gesetz folgen, dann gibt's noch die Möglichkeit, dieses Reich der Sünde zu fliehen. Aber die Bibel sagt also, das perfekt, diese perfektes Bund musste noch kommen. Oh, Halleluja, Joshua Mashiach. Und dann kam also der Bund also von der Gnade, diese Zeitalter der Gnade, wo Joshua Mashiach kam. Er hat den Weg gezeigt. Er sagt also, wer an mich glaubt, der lebt nicht mehr nach dieser Welt. Er lebt nach dem Reich Gottes. Halleluja. Oh, Joshua Mashiach hat also ein neues Zeitalter gebracht. Und das nur für die Christen, nur für die Leute, die an sein Wort glauben. Ach, ich lese weiter. Oh. Also, die Jünger Joshua Mashiach sagten, wann ist das? Was ist das Zeichen? Das Vollendung dieser Zeitalter. Das heißt, das Ende des Reich der Sünde, das Ende des Reich des Todes. Joshua Mashiach kam, hat sein Wort gegeben. Er sagt, ich bin das Leben. Er hat das Leben gegeben. Wer Joshua Mashiach annimmt, bekommt das Leben. Er ist nicht mehr im Reich des Todes. Er wird direkt genommen und lebt also mit Joshua Mashiach bis in die Ewigkeit. Halleluja. Deswegen ist Joshua Mashiach der König. König der Könige.
Er bringt Leben. Halleluja. Er nimmt uns also von dieser Welt. Deswegen sagte Joshua Mashiach, ihr seid in der Welt, aber ihr seid nicht. Ihr gehört nicht zu dieser Welt. Bleibt in der Welt, aber ihr gehört nicht zu dieser Welt. Wir sind in diesem Zeitalter, aber wir gehören nicht zu diesem Zeitalter. Wir gehören das Reich, zum Reich des Herrn, Reich Gottes, Joshua Mashiach. Halleluja. Und der Herr, also, der Herr sagt hier in Vers 4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Er gab also eine Antwort. In diesem Reich, Reich des Todes, Reich der Sünde, da herrscht etwas. Und er sagte, seht zu, dass euch niemand verführe. Oh, Halleluja. Seht ihr nicht also das Gleiche? Adam und Eva, die waren in Gottes Gegenwart. Aber die wurden verführt. Das heißt, die wurden verführt und dann von dieses Reich Gottes, dieses Reich des Himmels, die wurden einfach verführt und einfach rausgenommen und ins Reich der Sünde gebracht. Die Verführung, lieber Geschwister. Die Verführung, weil die Bibel sagt, also der Herrscher dieser Welt, der Herrscher dieser Zeitalter ist der Verführer. Er verführt die Menschen. Die Verführung heutzutage, lieber Geschwister, ist groß. Viele Gemeinden, viele sogenannte Christen also sind verführt. Lesen wir mal also in 1. Johannes Kapitel, in 1. Johannes Kapitel 2, ich glaube schon. 1. Johannes Kapitel 2. Oha, lieber Geschwister. Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Liebe Geschwister, liebt nicht dieses Zeitalter. Dieses Zeitalter, das ist nicht unser. Es ist nicht unser. Weil in dieser Welt, in dieser Zeitalter, herrscht die Sünde. Ach, und wie ist also diese Welt? Wie ist das überhaupt, diese Zeitalter? Die Bibel sagt, denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde des Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt, von dieser Zeit, von diesem Zeitalter. Wenn du sowas in deinem Herz hast, wenn du diese Begierde sucht und folgt, dann wurdest du schon verführt. Lieb nicht die Dinge, die in dieser Welt sind. Und es sagt weiter, und die Welt vergeht und ihre Begierde werden, wer aber den Wille Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Das bedeutet, wenn, Joshua Mashiach, dein Wort ist so wunderbar. Das heißt also, wenn du Joshua Mashiach hast, dann wurdest du schon von diesem Welt, diese Zeitalter direkt in die Ewigkeit gebracht. Aber wenn man sich also irgendwie verführen lässt, genauso wie Adam und Eva, dann wird man also von der Ewigkeit, von diesem Zeitalter, von der Ewigkeit, vom Reich Gottes einfach rausgeschmissen. Direkt im Zeitalter der Sünde, da wo die Sünde herrscht. Und da kämpft man und versucht. Aber die Bibel sagt, also mit Joshua Mashiach haben wir gewonnen. Seht zu, dass niemand euch verführt, sagt unser Herr.
Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Das heißt, in diesem Zeitalter, Zeichen von diesem Zeitalter, vom Ende dieses Zeitalters, das ist einfach, das ist eine Erweckung von falscher Lehre, Erweckung von falschen Propheten, Erweckung von falschen Maschias, falschen Messias, falsche Christen, falsch, so viele Verführer, eine Erweckung, das heißt, eine Erweckung, das ist nicht nur ein, zwei, drei, nein. Eine große Menge, so viele Leute auf dieser Erde werden verführt. Die Bibel sagt sogar, dass das Böse gut gesehen wird und das Gute als böse gesehen wird. Wow. Oh Herr. Wir hatten letztes Mal gelesen, und ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchte hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreichen gegen Königreichen, und es werden Hungersnote und Erdbeben da und dort sein. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Das ist nur ein Anfang. Das heißt, wir werden noch schlimmere Sachen erleben. Was wir gerade erleben, ist anscheinend, das ist nur der Anfang. Und die Bibel sagt, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Wer das Wort Gottes wirklich folgen wird, der läuft sowas wie in einen Gegenwind. Die Welt geht in diese Richtung, aber wir gehen, Kinder Gottes gehen in die andere Richtung. Und es ist hart, es ist schwierig, es ist nicht einfach. Aber mit Joshua Mashiach ist es möglich, das ist möglich. Und dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Hass, so viel Hass werden wir sehen. Oder erleben wir sowieso schon. Und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Also die Verführung ist so, das ist so ein Ausmaß, Wahnsinn. Lass mich mal also über diese Verführungen also reden. Nochmal reden. Letztes Mal habe ich also im Internet gesehen, also eine Gemeinde, wo die Leute Michael Jackson Lieder gesungen hatten und getanzt und die Lieder wurden geändert und mit Jesu Name reingehen. Wahnsinn! Schaut mal also die Gemeinden heutzutage. Gebt mal sexy Kleidungen in eine Gemeinde, sexy Brüste draußen, so eng gekleidet, die Sünde, Wahnsinn. Nacktes Fotos überall und. Geht mal also in Facebook, schau mal also die sogenannten Christen. Die nennen sich also Christen, aber die haben Poster von irgendeinem Mensch, irgendjemand und haben also da unten Jesus geschrieben, weil er lange Haare hat, also blaue Augen, weiß und leuchtet so schön. Wer hat euch überhaupt gesagt, dass es Jesus ist? Wer hat euch das gesagt? Wer hat Joshua Mashiach fotografiert und so? Wer sagt euch, dass es Joshua ist? Und die haben solche Poster, solche Bilder und. Und wenn sie vor diesen Bildern stehen, Götzendienst. Viele tragen irgendein Kreuz, und sagen, ja, das ist das Zeichen, also ein Christ. Weil ich also mein Kreuz trage, bin ich also ein Christ. Die Bibel sagt, also wer mich also folgen will, der soll sein Kreuz zeigen. Das ist nicht dieses kleine Kreuz, also was du da trägst. Oh, Mutter Maria, oh, so viele Verführungen.
Und dann sagen die Leute, also, dass wir, die Christen, die sich also zu Hause treffen oder in kleine Gruppen, Sekte sind. Es tut mir leid, aber die große Sekte ist die katholische Kirche. Ich muss das sagen. Die große Sekte. Was sehen wir nicht? Wir sehen so viele Skandalen. Oh, Kinderschänder. Oh, so und so und so. In der sogenannten Kirche. So viel Geld finanziert für riesige Gebäude, riesige Kathedralen. Nur damit die Menschen also richtig stolz haben. Unsere Stadt hat also so eine Kathedrale und so riesig und hat überhaupt nichts mit Joshua Mashiach zu tun. Du gehst rein, du spürst nur den Tod. Und das nennt man Christ. Es tut mir leid. Kinder werden also getauft. Die wissen nicht mal, worum es geht. Die haben keine Ahnung. Die werden getauft. Die Verführung und so viele Menschen folgen solche Religionen, solche Gruppen und denken, dass sie Gott dienen. Man gibt also Zehnte jeden Monat, dein Herz ist nicht mal verändert. Wer hat euch überhaupt gesagt, dass die Christen heute noch Zehnte zahlen müssen? Wer? Die nehmen immer diese Vers, ja, bringt das Geld, bringt alle Zehnte im Haus Gottes. Wo ist das Haus Gottes? Wo? Wo ist das Haus Gottes? Die Bibel sagt, wir sind das Haus Gottes. Das war in einem anderen Zeitalter. Diese Zeitalter so vom Gesetz, Mose. Die Verführung. Viele Christen werden also heute verführt. Was der Herr will, er will dein Herz. Der Herr will, du kannst also Geld geben, du kannst also ob Geld geben, also arme Leute und oder für bestimmte Projekte und. Aber diese sogenannte 10%, kannst du nicht sagen, ich gebe Gott also 10%. Nein, der Herr will 100% von dir, weil er hat uns erkauft. Am Kreuz hat er uns erkauft. Und du gibst also 10%. Dein ganzes Geld, alles, was du hast, gehört Joshua Mashiach. Nicht 10%. Bete, dass der Herr dir hilft. Was, wie soll ich also mein Geld, wie soll ich das und das, wie? Wie soll ich mein Geld geben und so weiter? Und du hängst also an diese Zehnte. Oh, wenn ich die Zehnte bezahle, dann der Herr, der Räuber will nicht also meine Sachen nehmen und. So eine Heuchelei. Glaubst du, weil du Geld irgendwo gegeben hast, also ist alles in Ordnung bei dir? Die Verführungen. Guck mal also heutzutage in der Gemeinde. Die sogenannte Gospel-Sänger. Immer so schön und. Die kommen und zeigen sich. Alles dreht sich um Geld. Alles dreht sich um Geld. Du hast eine Gabe bekommen, zu singen. Und jetzt tust du alles, nur um ein CD zu bringen. Du kannst nicht mal also die Leute mit deinen Liedern, die Lieder, die du umsonst gratis bekommen hast, vom Herrn gratis, und willst du das also immer verkaufen? Immer verkaufen. Die Verführungen. Und viele Leute werden so verführt und fallen in der Sünde. Die Verführungen. Diese sogenannten Gospel-Artisten. Das ist unglaublich. Es gibt sogar so einen Götzendienst, also die werden so gepriesen, diese sogenannten Gospel-Artisten oder keine Ahnung. Die singen nicht mehr so für Gott. Die singen also für ihre Fans. Die haben sogar Awards. Die machen genauso das Gleiche, was man also für, also Deutschland sucht den Superstar, so getan von Dieter Bohlen. Es gibt auch Christen, die sowas machen. Jeder kommt und zeigt sein Talent und singt so eine Stimme und die Leute sind so, oh, was für eine Stimme, was für eine Gabe. Und dann kriegst du also ein Album.
Die Welt, das ist die Welt. Die Verführungen. Du siehst also jemanden, eine Kirche zu bauen oder eine Gemeinde anzufangen, ist jetzt also ein Business geworden. Der Typ also am Anfang, er hatte gar nichts. Er ist zu Fuß in die Arbeit gegangen oder hatte bloß also einen kleinen Fahrrad. Plötzlich bekennt sich also als Pastor, die Leute geben das Geld und dann zack, Autos, zack, und dann Haus, zack, zack, zack. Also die Gemeinde, die Geschwister werden ärmer, aber der Pastor und sein Team, die werden immer reicher. Und dann sagen sie, der Herr hat uns gesegnet, der Herr hat uns gesegnet. Heuchelei, Lüge und Verführungen. Der Herr hat uns gesegnet? Diese sogenannte Wohlstandprediger. Die sind da so nach dem Geld. Ah, diese Verführung. Und die Bibel sagt in Vers 12, also Vers 11, ich lese, und viele falsche Propheten werden aufstehen. Ein Aufstand von falschen Propheten. Eine Erweckung von falschen Propheten. Da gibt es also sogar Propheten, sogenannte Propheten. Die prophezieren also für deinen, wie nennt man das nochmal, dein Handynummer. Hier in dieser Gemeinde hat jemand Handynummer 015, bla 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 bla. Wer braucht überhaupt sowas? Scharlatans sind sie. Und die nennen sich Pastoren, Propheten. Immer so schick angezogen. Da war sogar eine, oh Herr, die Verführung. Viele Christen, viele Leute werden gerade richtig verführt. Lass mich mal also über diese Verführungen reden. Falsche Lehre. Und viele Christen fallen in diese Verführungen. Oh, mein Pastor, die sind so stolz. Oh, mein Pastor ist so schön angezogen heute. Und der Pastor, da war sogar eine Gemeinde, wo der Pastor kam und sagte, sieht dir meine Schuhe? Wisst du überhaupt, wie viel das gekostet hat? Ein schmaler Wahnsinn. Der Pastor gibt an, weil er so schicke Schuhe hat. Meine Schuhe hat also 1200 Euro gekostet. Und die Leute in der Gemeinde, Pastor, Predigt. Das ist doch verrückt. Die Verführungen. Und kein Wunder, dass sie also mit so vielen Frauen fallen in Unzucht und so weiter. Der Pastor schläft also mit Mädels also im Chor. Der Pastor schläft also mit Frauen und. In der Gemeinde, die schlafen alle zusammen und haben Sex verkehrt und in der Gemeinde. Und dann kommen sie am Sonntag, Halleluja, Halleluja, her. Die Verführungen. So viele falsche Lehre sind in der Gemeinde heute reingekommen. Und weil, Vers 12, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, die Gesetzlosigkeit wird so, es wird ein Aufstand der Gesetzlosigkeit. Aufstand der Lüge, Aufstand der Sünde, Aufstand der Gesetzlosigkeit. Lieber Geschwister, seht ihr nicht diese Welt, seht ihr nicht, also was passiert? Man of God, ja? Und weil die Gesetzlosigkeit die Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Ich sagte also letztes Mal also zum einigen Geschwister, Herr, der Herr hat gezeigt, dass in dieser Zeit, da wo wir sind, in dieser Zeit, wir sind, die Liebe, diese Eifer für Gottes Sachen, Gottes Wille, es wird so runtergehen.
Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Und die Bibel sagt also, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Ausharren. Im Gebet. Eine gewisse Disziplin. Du kannst doch nicht also sagen, ja, heute, weil ich müde, weil ich so, das sind die Verführungen, oh, meine Arbeit, oh, das sind die Dinge dieser Welt. Ja, wir sollen arbeiten, versteht mich nicht falsch. Aber wer ist als erste Stelle in unser Leben? Er ist Yeshua Mashiach. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis. Ich möchte etwas hier sagen, lieber Geschwister. Die Bibel sagt uns etwas hier. Es spricht, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt. Also die Verführung heute, die Verführung ist das, dieses Evangelium des Reiches nicht mehr gepredigt wird. Der Teufel, also der Feind, also mit seinen Leuten, mit seiner Gruppe, die tun alles, damit dieses Evangelium des Reiches nicht gepredigt wird. Die Menschen, die Leute werden verführt und ein anderes Evangelium wird gepredigt. Etwas anderes, komplett anders wird gepredigt. Oh, lieber Geschwister. Aber die Bibel sagt, es wird ein Ende geben. Dieses Zeitalter wird auch ein Ende geben. Weil unser Herr wird kommen. Und er wird der Herrscher dieser Welt. So nehmen und ins Gefängnis werfen. Hier sind wir in Offenbarung Kapitel 20. Offenbarung Kapitel 20. Da steht, oh, Yeshua Mashiach. Offenbarung Kapitel 20. Halleluja. In der Offenbarung Kapitel 20 ab Vers 1 steht, und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand hatte. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und er band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihn, damit er nicht mehr die Nationen verführe, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Der die ganze Nationen verführt hatte, der wird so seine Ende. Er wird einfach angekettet und ins Gefängnis gebracht. 1000 Jahre lang. Halleluja. Aber bevor das passiert, bevor das Ende, dieses Zeitalter so kommt, es gibt da so ein Ereignis davor. Die Gemeinde Yeshua Mashiach, seine Ankunft, seine Rückkehr. Er kommt und wir werden uns also mit ihm im Himmel treffen, begegnen. Wir werden verwandelt, die Entrückung, Halleluja. Und die Christen mit Yeshua Mashiach werden sich also im Himmel treffen und dann werden wir also mit ihm bleiben. Und die Bibel sagt, für die Christen, für die wahre Christen, das ist das Ende für sie. Das Ende dieser Zeitalter für sie. Durch die Entrückung. Aber für die Menschen, also die auf der Erde bleiben werden. Die Bibel spricht also von 7 Jahren. Sieben Jahren, das ist also das 70. Woche von Daniel. Das ist wieder so eine andere Lehre sein. Aber ich gebe also diese Periode. Also wir sind also von dem,
von der Ewigkeit, also mit Adam und Eva. Adam und Eva waren in der Ewigkeit, also mit dem Herrn. Durch die Sünde, die wurden verführt und sind also im Zeitalter also des Reiches, also der Sünde und des Todes. Und in diesem Zeitalter sterben die Menschen, die Menschen sündigen. Und dann kam Yeshua Mashiach. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, damit wir in sein Reich leben. Halleluja. Und mit ihm sind wir nicht auf diese, wir leben nicht also nach dieser Welt. Wir leben nicht nach dem System dieser Welt. Und Yeshua Mashiach sagt, er wird kommen und kommt und holt also seine Gemeinde. Und wenn er seine Gemeinde nimmt, die Bibel spricht also von diesen 7 Jahren Fest. Halleluja. Diese Hochzeitmahl, also mit dem Herrn. Halleluja. Die 7 Jahre also mit ihm auf der Erde herrscht nur Grausamkeit, herrscht nur Angst und für alle, die geblieben sind, für die Entrückung also nicht geschafft haben. Und die Bibel sagt, nach diesen 7 Jahren kommt Yeshua Mashiach wieder, wie wir das also gelesen haben. Wir können das also in Judas, ich glaube in Judas Kapitel in Judas, also Vers 14, können wir das also auch lesen. Und nicht nur in Judas, ich glaube Judas 14 und auch in der Offenbarung, Kapitel 19. Da steht also, Judas sagt, es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von alle ihren Werken der Gottlosigkeiten, die sie gottlos verübt haben und von all den harten Worten, die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Er will ein Ende bringen, also Ende von der Sünde. Er kommt und zerstört dieses System der Sünde, diese Gottlosigkeit also auf der Erde. Er will da sein Ende bringen und sein Reich auf der Erde, was er David versprochen hatte. Er hatte versprochen, dass er das Reich Gottes also hier bringen wird. Und die 1000 Jahre wird er sein Reich auf diese Erde bringen. Halleluja. Aber für die Yeshua Mashiach angenommen haben, das Reich des Herrn, das Reich Yeshua Mashiach wird erstmal in unsere Herzen angebaut. Halleluja. Oh, lesen wir mal also Kapitel 19 und wir werden da enden. Halleluja. Diese Lehre ist, es ist so lang und oh, es gibt also so schöne Sachen da drin. Und in Kapitel 19 lesen wir also ab Vers 11. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf einem Haupt sind viele Diademen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Halleluja. Herekabasaka. Sein Name heißt das Wort Gottes. Also wer das Wort Gottes hat, wer das Wort Gottes in sich trägt und tut, hat Yeshua Mashiach. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Nur Yeshua Mashiach kann das tun. Wenn man Yeshua Mashiach angenommen hat, dann lebt man also nach dem Wort Gottes. Deswegen sagen wir die ganze Zeit, zurück zum Wort. Zurück zu Yeshua Mashiach, weil die ganze Welt also verführt wurde, weil viele sogenannte Christen auch verführt wurden. Halleluja. Und Vers 14, und die Kriegsheere,
die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Und es geht hier um die Gemeinde, diese Myriaden der Heiligen. Das heißt also die Christen, die entrückt wurden, die werden also wieder mit dem Herrn zurückkommen auf diese Erde und werden diese tausendjährige Reich, diese Königreich, also auf diese Erde setzen. Halleluja. Oh, Halleluja. Bekleidet mit weiße, reine Leinwand. Oh, Halleluja. Das heißt, lieber Geschwister, dieses Reich der Sünde, dieses Reich des Todes wird ein Ende sehen. Der Herr Yeshua Mashiach wird das also zu Ende bringen. Er wird das also zu Ende bringen, wo der Teufel einfach angekettet wird und ins Gefängnis gebracht wird, also mit seinen Leuten, mit seinen Dämonen, alle. Halleluja. Der Herr will Ende bringen. Er will das vollendet. Halleluja. Deswegen haben wir also diese Lehre heute, die Vollendung des Zeitalters. Der Herr will das also zu Ende bringen. Halleluja. Halleluja. Unser Herr Yeshua Mashiach ist so wunderbar. Er ist so wunderbar. Mein Bruder, ich weiß, es ist nicht einfach. Meine Schwester, es ist nicht einfach, aber weiter ausharren. Wir müssen weitergehen, nicht aufgeben. Nicht aufgeben, weil er sagt hier, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird errettet werden. Unser Kampf geht bis zu Ende. Es ist nicht, wir dürfen nicht jetzt aufgeben. Weiter und weiter, weil der Herr hat versprochen, dieses Zeitalter, dieses System der Sünde, dieses System der Todes, alles, was gerade auf dieser Welt herrscht, die Begierde des Augen, die Begierde des Fleisches, das Ganze, diese Lust und, diese Unzucht, also was also auf dieser Erde herrscht, das Ganze, unser Herr Yeshua Mashiach, wird es also vollenden. Er wird es also vollenden und seine Gemeinde wird sein Reich, in sein Reichtum also bleiben. Und alles also, was er für uns also vorbereitet hat, werden wir das also bekommen. Weil er sagte, wenn ich fertig bin, komme ich und hole ich euch ab. Halleluja. Yeshua Mashiach ist wunderbar. Ich danke euch, meine Geschwister im Herrn. Heute war das also ein bisschen länger, aber der Herr ist so schön, der ist so wunderbar, der ist so gut. Ich danke mein Herr, danke Yeshua Mashiach. Ich weiß ganz genau, dass du uns behütet wirst. Danke Herr für deinen Schutz, danke Yeshua Mashiach für deine Liebe, danke für alles, was du in unser Leben tust, im Namen Yeshua Mashiach. Der Herr Yeshua Mashiach, unser Elohim, segne euch alle. Im Namen Yeshua Mashiach. Amen.